Schau, da steht's eh, Fake. Das ist unglaublich, was das wirkt. Das ist eine unglaubliche Wirkung, weil am Anfang denkt man sich, so ein Scheiß. Das ist ja nur Ersatz. Wir haben ja Studien, die aufzeigen, dass die Suizidversuchsrate bei LGBTIQ-Jugendlichen um das 5- bis 7-fache höher ist. Also mir hätte geholfen, als jugendliche Person zu hören, du bist okay. Ja, hallo. Na, das ist ja cool. Schnell. Hallo, ich bin Alice Mo. Ich bin mittlerweile 29 und immer noch da. It gets better. Es wird besser. Österreich, jetzt seit über 5 Jahren in Österreich, ist Teil einer weltweiten Kampagne, die es sich unter dem Namen It Gets Better zum Ziel gemacht hat, jungen LGBT-Personen ein bisschen Hilfe und Unterstützung zu geben, ihnen Mut, Hoffnung und Zuversicht zu schenken. Gerade in der Phase des Coming-out-Prozesses, der noch angstbesetzt ist und der wirklich Jugendliche manchmal an die Grenzen der Belastbarkeit führen kann. Die Grundidee ist es, mit Videobotschaften jungen Menschen etwas zukommen zu lassen, ihnen zu erzählen, wie es bei einem selber war, ihnen positive Geschichten, Messaging zu erzählen. Die Idee, dass es irgendwann doch besser wird, dass man nicht alleine ist, dass es immer jemanden gibt, der einen liebt, der einen unterstützen kann, der einem die Hand reicht, gibt. Das stimmt mir schon. Alice in Wonderland. Hi, ich bin die Alice, ich bin 27, ich bin aus Linz. Und ich würde euch gerne erzählen, wie das damals bei mir war mit dem Coming-out. Ich komme aus einem sehr kleinen Dorf von Salzburgland und mein Coming-out war eine Katastrophe. Ich bin am Land aufgewachsen, also eigentlich eine Stadtgemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Und es war damals zu meiner Zeit natürlich nicht üblich, als damals lesbisch geoutete Frau auch eine Frau zu daten, zu lieben und mit ihr zusammen zu sein. Mein Coming-out war eher ungewollt. Wir sind damals am See gesessen, meine erste Partnerin und ich, und haben uns halt geküsst. Und in diesem Moment radelt meine Mutter vorbei, weil es halt so üblich ist, dass man sie da trifft. Und ist natürlich im ersten Moment sehr schockiert gewesen und war so, okay, komm nach Hause sofort, wir müssen reden. Mega stressig. Ich pack mein Zeug, gehe nach Hause und dort erwarten mich meine Eltern für das ernsthafte, wichtige Gespräch. Und es war halt damals so nach dem Motto, solange du deine Füße unter unserem Tisch hast, geht das nicht. Ich bin dafür in der Schule auch jahrelang gemobbt worden. Wir waren nur 2 lesbische Frauen, also damals war ich lesbisch geoutet und wir sind gemobbt worden als, weiß ich nicht, Scheißlesben. Es war für mich auch schockierend, zum Beispiel im Biologieunterricht, wo solche Sachen eigentlich angesprochen werden sollten, dass damals im Buch, soweit ich mich richtig erinnere, Homosexualität erstens mal zumindest erwähnt wurde, war ja schon großartig für damals, aber halt auch unter sexuelle Abnormitäten in dem Bereich ganz kurz drinnen gestanden ist. Und das ist eigentlich eine Katastrophe. Wir haben einen Rhesusfaktor und so weiter gelernt. Wir wissen jetzt, wie Erbsen gezüchtet worden sind. Ist eh cool, ja. Aber hey, Alter, es geht um meine Identität, es geht um mein Leben. Es ist nicht so ein Absatz und es ist keine Abnormität, sondern es ist eine Vielfalt und ein Aspekt davon. Und es ist doch egal, wie es prozentuell in der Bevölkerung verteilt ist. Wenn die Natur sich die fucking Mühe macht, sich so zu zeigen, wie kann der Mensch so arrogant sein und das wieder so, so abbilden? Das ist einfach pure Arroganz. Schau, da steht's eh, Fake. Ein Beispiel dafür, wie Sprache auch heute noch wirkt oder wie die Einstellung so ist. Also Schwuchtel ist eh witzig von mir aus, nein, ist es nicht. Es bringen sich immer noch Menschen um, die diese Orientierung haben. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo noch immer Lesben, Schwule, bisexuelle, Transgender-Personen auch abgelehnt werden, stigmatisiert werden, gemobbt werden, diskriminiert werden. Je mehr die Medien darstellen, dass es sich bei LGBTIQ-Menschen, Personen um Lebensformen handelt, die halt zur Vielfalt unseres Menschseins und zu unserer Gesellschaft gehören, also je mehr man sie normalisiert, wenn ich so sagen darf, ja,
je mehr wird es natürlich für diese Jugendlichen auch leichter und einfacher werden. Deswegen ist es wichtig, dass wir 100.000 Identitäten haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir LGBTQIA+ und von mir aus noch 10.000 Mal mehr zum Buchstabensalat hinzufügen. Dass man Sachen sichtbar macht, in dem Fall Menschen sichtbar macht, Personen sichtbar macht, die lange keine Gültigkeit hatten, weil sie einfach unsichtbar gemacht wurden und als nicht gültig dargestellt wurden. Für mich bin ich nicht over the top, für mich bin ich eine lebendige, lebhafte Person und das ist auf keinen Fall irgendwie nicht gültig. Also mir hätte geholfen, als jugendliche Person zu hören, einfach nur zu hören, du bist okay. Und es ist auch okay, wie du jetzt bist und es wird auch okay sein, wie du in 5 Jahren bist. Es wird besser. Österreich ist Teil einer weltweiten Kampagne. In vielen Ländern haben sich eigene Stränge entwickelt. Es gibt Länder, wo zum Beispiel es keine Beratungsstrukturen gibt, wo die Partner dann dort versuchen, auch diese Beratungsfunktionen auszuführen. Wir haben inzwischen fast 300 Videos online gebracht seit 5 Jahren von prominenten Leuten, von ehemaligen Bundeskanzlern, von Schauspielern, von Sportlern, von Menschen aus der Nachbarschaft. Ja, man muss nicht Promi sein, um bei unserer Kampagne mitzumachen, wo es spannende Coming-out-Geschichten gibt, wo es Partner gibt, die einfach nur eine kurze Botschaft haben, wir lieben dich, wir stehen zu dir, ja, und wann immer du uns brauchst, du kannst uns finden, versuchen wir einfach wirklich junge Leute zu erreichen, damit sie wissen, dass sie nicht alleine sind, dass es immer irgendwo jemanden gibt, der für sie da ist. Dass es weltweit die Homophobie weiter nach hinten gedrängt werden kann, damit wir tatsächlich irgendwann in der Zukunft eine Gesellschaft haben können, weltweit, ohne Diskriminierung und Ausgrenzung, egal aus welchen Gründen. Es hat dann etwas gedauert und mit Hilfe von einer Therapeutin und auch etwas Zeit und einfach auch, weil ich zu mir gestanden bin und auch ein bisschen darauf beharrt habe, das Leben zu wollen und auch einen Support von außen zu bekommen, hat das dann funktioniert und es hat dann gepasst und es wurde besser. Und ich kann dir nur eins sagen, egal wie scheiße die Tage sind, egal wie furchtbar und aussichtslos es ist, es wird besser. Du wirst deinen Platz finden, deinen Job, deinen Partner, Partnerin, deine Freunde und du wirst irgendwann zurückblicken auf die Zeit und sagen, danke, ich bin heute ein starker Mensch, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich kann und wer ich bin und sei dafür dankbar und genieß die Zeit, die du danach hast, denn es wird besser. Muss ich gleich nochmal reposten eigentlich. Schatz, wie viel besser das wird. Bist du schön. Danke.